Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Let's Play Hitman Absolution. Und wir betreten mal die Küche, da werden sie gleich aufmerksam auf uns. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Das ist interessant, aber ich habe so das Gefühl, dass geheime Zutat mit ins Grab nehmen, Mister. Instinkt. Eine Anwesenwache ist hinter Ihnen hier. Benutzen Sie Ihr Instinkt ist niedrig. Realisiert. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht haben wir da eine bisschen bessere Alle Aussicht. Mal herhören. Miss Burnwood ist oben unter der Dusche und kommt demnächst runter. Das Mädchen ist bis auf Weiteres in seinem Zimmer. Für alle, die den Ablauf noch nicht kennen, ich werde alle 6 Stunden für beide Zielpersonen einen persönlichen Bewacher bestimmen. Niemand, ich wiederhole, niemand wird seine Zielperson während seiner Schicht verlassen. Egal warum. Jeder Verstoß zieht die sofortige Suspendierung nach sich. Eines verspreche ich euch. Wenn ihr das hier vergeigt, arbeitet ihr nie wieder in dieser Branche. Das wäre alles. Abtreten! Okay, der ist ganz schön pisst. Steht eine Büste rum. Hier noch irgendwas. Gehen wir mal hier rein. Aber das ist schön. Truhe. Und da kommt auch gleich einer patrouillieren. Was haben wir hier? Schlaftabletten. Immer diese neuen. Ein neuer? Ausschalten oder töten. Sie haben die Wahl. Auf alle Fälle wacht er nicht so schnell wieder auf. Ruhig gestellt gibt also minus 135 Punkte. Interessant. Und wenn ich dich verstecke, komme ich dann wieder auf 0. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Also das heißt, so kommt man wieder auf 0 zurück. Naja. Hier ist ein Kontrollpunkt. Den nehmen wir doch mit, oder? Das war die falsche Taste. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Ich hoffe, dass die Tante nicht ihr Leben lang labt. Mann, von allen Kunden, für die ich gearbeitet habe, ist die hier die seltsamste. Ablenkungsmanöver stört vielleicht Ihre Patrouille. Jedenfalls ist sie ziemlich mysteriös. So viel steht fest. Was wissen wir über Sie? Nicht mal der Boss, glaube ich. Wir haben jetzt ja die Schlaftabletten, die müssen wir ja noch auf die Akten geworfen, als ich Dienst irgendwie hatte. Einsetzt. Der köchelt doch da so schön vor sich hin. Ja, mach was du willst. Such von mir aus in den Schränken nach Terroristen. Aber lass mich in Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Künstler bei der Arbeit. Ja, komm, werd fertig. Haben wir hier war? Nicht, was man damit machen kann. Wahrscheinlich kann man damit Gegner ablenken oder sowas. Die rennen dann zum Radio und wundern sich erstmal. Lebensmittel vergiften. Ein paar Schlaftabletten rein. Für Lecor. Ist alles okay? Hoffentlich. Ohne den wurde der Truck auf Sprengstoff untersucht? Stellen Sie 2 Mann dafür ab und checken Sie die Schuhe. Tablette in den Vielleicht hatte der Fahrer einen Unfall. Over. Boah. Wieso nicht? Wenn wir schon dabei sind. Ne? Wenn wir schon dabei sind. Schwörer. Okay. Das ist der Typ. Fast schon zu süß. Wenn was auf dem Tisch liegt. Was liegt da? Beweise. Oh, die lassen wir mal verschwinden. So, ist wieder ein bisschen aus der. Bin ich wirklich so eingerostet? Das Teil ist ja total verstimmt. Wir sollten einen Klavierstimmer herbestellen. Wer ist das? Ihr Gegner ist bereits misstrauisch. Der Einsatz Ihres Instinkts wäre also ineffektiv. Ziehen Sie sich ruhig in einen abgeschiedenen Bereich zurück und schalten Sie Ihren Gegner lautlos aus, bevor er Alarm schlägt. Sie dürfen da nicht rein. Sir, keinen Schritt weiter! Ach, Scheiße. Mein Magen. Sie wurden verhaftet. Laufen Sie nicht weg. Geben Sie vor, sich zu ergeben. Oder gehen Sie ruhig in einen abgeschiedenen Bereich und kümmern Sie sich dann um Ihren Feind. Verdammt guter Kaffee. Flankensicher. Verstanden. Hm.
Na, das hat ja nicht so super funktioniert. Okay, aber wir haben schon mal die Tabletten. Das hat schon mal gut funktioniert. Vielleicht können wir ja mit dem Koch was anfangen. Das ist besser. Jetzt kommt noch der Kollege rein. Na, den nehmen wir noch mit, oder? Das wäre zumindest schon mal einer weniger. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Gleich bemerkt sie jemand. Die Aufmerksamkeitsanzeige zeigt an, aus welcher Richtung Gefahr droht. Versuchen Sie, unerkannt zu entkommen. Das ist ganz schön auffällig hier. Ich weiß nicht, ich hätte gedacht, dass die Verkleidung... Miss Burnwood ist oben unter der Dusche und kommt demnächst... Dieses Gebimsel da, das ist doch nix. Na komm, jetzt macht euch doch mal weg hier. Nennen. Sie kippen flüssige Butter über Popcorn. Sie würden Zucker sogar in die Luft blasen. Ja, ist ganz schön sauer. geht. Ja, mach ich schon. Oh, er packt das Messer aus. Oder schießen Sie auf Bierdosen, Sie Dummkopf! Das ist hier kein Kostümball. Ihre Tarnung ist aufgeflogen. Gegner suchen nach einer Anwesenwaffe. Sie wurden verhaftet. Laufen Sie nicht weg. Geben. Naja, okay. Also irgendwie muss ich mich da noch ein bisschen reinarbeiten. Das hat noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber es ist halt nochmal viel Trial and Error. So ist es halt nochmal. So, haben wir denn hier irgendwas also werfen können? Die Leiche davon, die Wache davon. Der Boss wiederholt sich nicht gern. Denkt ihr, die sehen mich? Wenn ich den hier anstelle? Ausschalten oder töten. Sie hat gleich bemerkt sie jemand. Die Aufmerksamkeitsanzeige zeigt, auf alle Fälle wacht er nicht so schnell wieder auf. Das Mädchen ist bis auf Weiteres in seinem Zimmer. Für alle, die den Ablauf noch nicht kennen. Okay, warum habe ich jetzt minus 154 Punkte bekommen? Verstehe ich nicht. Krieg ich jetzt auch plus 154 Punkte? Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Okay. Kann ich das jetzt irgendwie nochmal speichern? Kann ich den Kontrollpunkt nochmal aktivieren? Das ist ja doof. Okay, gut, dann schauen wir mal zu. Eigentlich da drüben? Da war ich noch gar nicht. Wir müssen noch die Beweise da unten einsammeln. Interessant, dass der erste Teil überhaupt gar keine Punkte hat. Du warst doch gestern zum Personenschutz eingeteilt, oder? Hast du mit dem Mädchen geredet? Kaum. Sie ist höflich, aber total in sich gekehrt. Sitzt nur da und starrt Löcher in die Luft. Scheint einiges mitgemacht zu haben. Okay, er hat wohl sein Briefing schon abgeschlossen. Das benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Das wir sollten jetzt in der Lage sein, das Ganze. Hey, du bist immer noch da. Warum bist du noch da? Ist Alpha. Das ist mir egal. Lassen Sie eine dieser mobilen Toiletten im Garten aufstellen. Ich riskiere keinen Zwischenfall, indem ich jemanden in das Haus lasse, der nicht von mir persönlich autorisiert wurde. Regeln Sie das. Over. So, mal schnell die Beweise mitnehmen und dann... Kenn ich den nicht von der Akademie? Nee, kennst du nicht. Das wäre mir neu, wenn du den kennen würdest von der Akademie. Okay, jetzt sind wir wieder oben. Naja, gut. Oben können wir uns wenigstens einigermaßen stressfrei bewegen. Wir müssen jetzt mal diesen Koch ausschalten. Meine preisgekrönten Rezepte anzustellen? Salzen! Schämen Sie sich! Ich hab doch nur gefragt. Jetzt, Mann, kriegen Sie sich mal wieder ein! Push! Push! Raus, hab ich gesagt! Bewachen Sie ein Tor oder schießen Sie auf Bierdosen, Sie Dummkopf! Sack, blöd! Dieses Mal mache ich nicht den gleichen Fehler. Warten wir, bis er sich irgendwas anderem zuwendet. Sowas zum Beispiel. Hey, Lebensmittel vergiften, jetzt mach halt. Schüttel. So. Jetzt koste doch mal von deinem schönen Gericht. Ich setze mich derweil mal hier hin. Nee, geht nicht? Okay, dann. Mann, du hast echt klasse. Ja, mach was du willst. Super. Ich hab gesehen, wie du sie anstarrst. Komisch. Könnte das sein, dass wir
Das Aroma ist irgendwie anders. Habe ich zu viel Muskat rein? Nein, es ist nur ein Unterton, nur im Abgang. Das ist was anderes. Habe ich etwa einen, wie sagt man, Fehler gemacht? Oh, nein, nein, das ist unmöglich. Okay, ich muss denselben Weg zurück. Mal sehen. Dämpft da jemand das Licht? Bin ich wirklich so eingerostet? Das Teil ist ja total verstimmt. Wir sollten einen Klavierstimmer hier bestellen. So, räumen wir den mal aus dem Weg. Am besten in die Tiefkühltruhe, wo ein Koch so hingehört. Und dann holen wir uns noch seine Verkleidung. Sie sind als Koch verkleidet und können sich im Erdgeschoss des Anwesens frei bewegen. Niemand im Anwesen wird Ihre Tarnung durchschauen. Aber tragen Sie keine sichtbaren Waffen, da diese Verdacht erregen. Stellen Sie zwei Mann dafür ab und checken Sie die Schlucht. Vielleicht hatte der Fahrer einen Unfall. Over. So, damit hätten wir den Koch weg. Jetzt werden wir noch schnell den... sag mal hier, was ist denn da? Der neue Assistent des Kochs? Warum wurde ich nicht informiert? Melden Sie sich nach dem Dienst bei meinem Geheimdienstoffizier zum Sicherheitscheck. Machen wir ja. Trink mal deinen Kaffee. Du trinkst doch gerne Kaffee, oder? Oh. Sodbrennen. Die letzte Tasse war wohl zu viel. Haltet die Augen offen, Jungs. Ich muss dringend was mit der Security am Tor besprechen. Trägerstab anstoßen. Interessant. So, mein Freundchen. Die Frage ist, wo werde ich dich los? Ich kann dich ja nicht offen rumliegen lassen. Ach, Scheiße. Mein Magen muss mich setzen. Nur ganz kurz. Wird schon keiner merken. Wie du meinst. Schlüsselkarte? Schlepp. Wir haben das Einsatzziel vollendet. Zack. Jetzt müssen wir uns noch um die anderen Jungs hier kümmern, ne? Immerhin haben wir noch das Thema mit den... Wir haben da noch ein paar Achievements offen, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Wenn wir mal gucken. Nein, nicht das hier. F1. Sondern gucken wir nämlich mal hier auf Herausforderungen und sehen beispielsweise moderne Kunst unverkennt. Ihr Werk hat ihn einfach umgehauen. Dann haben wir noch spielen Sie es noch einmal. Für die Kunst muss man leiden. Unverkill. Ja. Also den Unverkill, den müssen wir uns schon noch irgendwie holen, denke ich mal. Hier am Klavier. Die Frage ist, ob wir vorher mal irgendwo noch einen Kontrollpunkt suchen sollten. Hi. Schön, dass wir uns jetzt hier so gechillt bewegen können. Ihre Tarnung ist aufgeflogen. Gegner suchen nach einem Koch. Um ihre Identität geheim zu halten, eliminieren sie die Zeugen oder finden sie eine andere Verkleidung. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Naja, wir haben immer das Achievement bekommen. Jetzt müssen wir nur wieder bis zu dem Punkt hinkommen. So was Doofes aber auch. Naja, das machen wir mal. So, back in action. Wir haben wieder alles aufgeräumt. Koch und Sicherheitschef sind weg. Ich habe die Karte und ich habe mich gerade mal wieder fix umgezogen in eine Wache. Haben damit dürfen wir hier oben auch. Schalten Sie eine Killertechnik frei. Ein Blick in Ihr Notebook verrät Ihnen Ihre Punkte. Und die nächste Freischaltung. Okay. Freischaltung. Killertechniken verbessern dauerhaft Ihre Fähigkeiten. Dies gilt für den Story- und den Aufträge-Modus. Okay. Ja, schön. Aber wir sehen übrigens hier 34.410. Scheint so das Maximum für das Level zu sein.
Inventar habe ich so das ein oder andere. Nicht, dass ich die hier bräuchte, aber okay, hier steht eigentlich nichts. Ach so, Waffenhandling. Kontrollpunkt von endet mit 6875. Mhm, nächste Belohnung. Na, das werden wir noch gleich Abteilungsleiter Benjamin. So, machen wir noch schnell den Vorhang auf. Dadurch werden die ein bisschen abgelenkt. Oh, schöne Aussicht. Und hey, ich schleiche mich. Aussicht. Ist mir noch nie aufgefallen. Hui. Und ich schleiche mich jetzt einfach mal hier in den nächsten Bereich. Zugang gefunden. Waffenhandling freigeschaltet. Okay, was auch immer das bedeutet. Nähere mich der Zielperson. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht, Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran, wenn Sie abdrücken. Okay. Hier steht gerade unter der Dusche, so wie es scheint, ne? Diana gefunden. Na, die würde ich nicht unbedingt umbringen. Da kann man sich doch bestimmt arrangieren. Das Tuch jetzt her. Oh. Siebenundvierzig, bitte kommen. Ich soll sie töten. Warum haben Sie das getan? 47? Was ist los mit dem Ding? Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst Sie 47. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, nein, ich... Ich hätte Sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, Sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht. Sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte, sie darf nicht werden wie Sie. Versprechen Sie es. Ich verspreche es. Okay, ich weiß nicht, ob es so cool... Also erstmal, wo hast du deinen Anzug wieder her? Und zweitens, pack die Knarren weg. Laut Icy. So, Preis des Verrats. Ahnung, ich hab gedacht, das hätte ich... Achso, naja, wohl noch nicht so ganz, ne? Moderne Kunst ist auch noch einer der Unfallkills, der offensichtlich noch erledigt werden muss. Und den Rest muss ich mal noch irgendwie nachholen. Halten Sie umschalten, um zu sprinten. Okay, und warum sollte ich sprinten? Laufen macht Krach und erleichtert es Ihren Gegnern, Sie zu orten. Ja, und warum sagst du mir dann, dass ich laufen soll? Du bist ja blöd. Oh, da sind sie ja gar nicht. Ich dachte, da wären sie schon. Symbol, erst noch eins weiter um die Ecke. Da hinten ist auf jeden Fall mal das Mädchen.
Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben sie durch die Konzentration auf ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Habe ich das? Na, wenn du es behauptest. Schleichen Sie bis zum Ende der Deckung. Okay, ich stelle mich mal hier kurz hin. Halten Sie Steuerung im Stick. Drücken Sie Q, um Zielfeuer zu aktivieren. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren. Und arretieren Sie dann den Schuss. Tödlicher Schaden. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Gegner. Tödlicher Schaden. Alle Gegner erledigt. Führen Sie jetzt den Angriff durch. Wenn Sie mit Markieren fertig sind, drücken Sie Q. Interessant. Kann ich das immer? Tatsächlich. Abbrechen. Na, kostet Instinkt. Im Normalfall. Na, seht ihr mal, meine Punkte laufen schon wieder nicht mit. Sonst hätte ich die ja hier anders behandeln müssen. Verkleiden wir uns wieder? Keine Ahnung, was haben wir hier noch? Diese Magazine, die spiegeln immer so komisch. Nee, warum verkleiden? Macht jetzt auch keinen Sinn. Schloss knacken. Schloss knacken einstellen. Was? Nee. Muss ich jetzt einfach nur warten? Tatsache. Gut. Dann zur nächsten Cutscene. Dieses Mädchen, wer auch immer das ist. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Gute Arbeit, 47. Bringen Sie sie zum Exfiltrationspunkt. Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich hatte... Diana ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Du hast einen USB-Stick um den Hals hängen, Redel. Zumindest sieht so aus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade? Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. Mädel, das ist keine schlechte Idee. Junge, Junge, das ist eine ganz schlechte Idee, das auf mich abzusehen. Verringere den Rückstoß von Waffen. Nächste Stufe. Verkürzen die Nachladezeit. Wow, ich bin nicht sonderlich gut gewesen, so wie es aussieht. Lautloser Killer. Markenzeichen Kill. Kopfschuss. Leiche versteckt, Beweise beseitigt. Einsatzziel vollendet. Wie soll man denn da 34.000 Punkte bekommen? Wahrscheinlich durch den Schwierigkeitsmodifier haben. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Infiltrator. Chamäleon. Naja. Ich sehe schon. Axt. Axt? Was heißt Axt? Kaffeetasse. Ziegelstein. Schürhaken. Hammer. Schlüsselkarte. Gut gespielt. Meister. Den Preis des Verrats. Okay, und warum bin ich nicht gut gespielt?
Kaffeetasse. Buch. Anwesen Geländewache. Moderne Kunst. Anzugspflicht. Infiltrator. Chamäleon. Na, da müssen wir wohl noch mal irgendwann ran, hm? Jetzt würde ich aber mal sagen, lass mal weiter. Du musst wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstärker und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh, du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. Oh, creepy. Du brauchst diese Kette. Na gut, vielleicht ist es doch kein USB-Stick. Das war ja nur eine Idee. Die nahen Lebens, die Idee, die mir als erstes eingefallen ist. So, auf die Schnelle. Auf die Schnelle. Meile. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aha, aha, aha. So einer bist du also, hm? Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Korps. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Hm. Okay. Wenn du das so willst. 48.000 Punkte dafür. Na, das ist ja eine Menge. Hm. König von Chinatown. Sag mal, war da hinten ein Weg außenrum, wenn ich hier rüberkomme? Hier komme ich doch bestimmt drüber, oder? Ne? Okay. Gut, dann eben nicht. Dann eben nicht. Wer nicht will, der hat schon. So, schauen wir mal in unsere Herausforderungen. Ach du Schande, das sind aber auch eine ganze... Oh Gott, sind das viele. Wenn man seinem Drogendealer nicht mehr trauen kann, wem dann? Nichts Besseres als Männer in Uniform. Quid pro quo. Keine Macht den Drogen. Exorzistischer Kaffee. Essen ist fertig vollendet. Ziel vergiftet. Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Aromatisiert den Hauch des Todes. Werden Sie mit der Sucht fertig, sonst macht sie sich fertig. Sie fertig. Sauber. Beweise gesichert.
Ungesehen. 2 zum Preis von 1. Eine Kugel für 2 Ziele. Wenn sich die Ziele überschneiden, ist alles möglich. Todessturz. Mann am Boden. Kontrollierte Sprengung. Mörderische Aussicht. Ach du Schande. Und es gibt natürlich wieder die Anzugspflicht und das Chamäleon. Polizist von Chicago, Markthändler, Dealer, SWAT von Chicago. Schön, schön. Und was habe ich im Inventar? Meine 2 Silver Baller natürlich. Schauen wir mal, was die Maximalpunktzahl ist. Durchschnitt liegt immerhin bei knapp 48.000. Oh, 269. Alter. Nicht schlecht. Birdie. Früher mal der beste Mann der Agency. Um das Mädchen zu schützen, brauche ich ihn als meine Augen und Ohren. Aber seine Dienste sind nicht billig. Er ist Geschäftsmann. Quid pro quo. Alles hat seinen Preis. Um ihn zu rekrutieren, muss ich zuerst einen Konkurrenten ausschalten. Ob mit Auftrag oder ohne, dieser König von Chinatown muss sterben. Okay, dann betreten wir mal Chinatown Zentrum. Schick, schick, schick. Ich mache beste Preise in Stadt. Kommen Sie. Nice. Mal schauen, was haben wir denn hier unten? Benzinkanister. Kann man den wegstecken? Tatsache! Wo steckst du den Benzinkanister hin? Das ist die Frage, ne? König von Chinatown gefunden. Was haben wir denn hier alles so rumliegen, hm? Die Drogen des Königs. Bereit zur Kontamination. Müssen wir sie nur noch irgendwie verdrecken. Oder was finden, mit dem wir sie versauen können, ne? Schieben wir uns mal durch die Masse. Was haben wir denn hier noch alles? Nehmen Sie Kreditkarten. Hallo? Okay. So, nicht, ja? Teuer, prahlerisch, individuell aufgemotzt. Wahrscheinlich der Wagen der Zielperson. Benzin kann es dann mit Flasche austauschen. Könnte ein Eindringling sein. Ich sehe mal nach. Hallo, ist da jemand? Na, das lief mal nicht so wie erwartet. Da hat es doch tatsächlich an der Tür geklingelt und meine neue Soundkarte ist gekommen. Ich habe jetzt endlich meine letztendliche interne Soundkarte, so wie ich mir das vorstelle. Und ja, dabei habe ich aber auch gesehen, dass es von der Zeit her wunderbar passt, um diese Episode zu beenden. Und ich denke, genau deswegen sehen wir uns in der nächsten Episode, wenn wir uns mal wieder anschauen, was wir hier noch alles so Schönes machen können in Chinatown. Und ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und ciao.